Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PULS. Heute mit der Oper Street Scene im Wilhelmer Theater Stuttgart und dem Comedy-Duo Dui Do on the Cell. Viele Tiere, ich wieder heim. Das ist schon geil. Bist du noch ganz normal? Ach schön. Fühle dich wohl. Nicht wieder heim. Heute meine Gäste bei PULS sind die da und die andere. Ich sage es auf Hochdeutsch, richtig überlasse ich es euch. Dui Do on the Cell. Ich stelle mir das so vor, ihr sitzt bei einem Glas Sekt zusammen und schreibt so euer Bühnenprogramm. Stimmt es oder stimmt es nicht? So leicht ist es dann doch nicht. Nein, wir sammeln so das ganze Jahr Material. Wir haben unterschiedliche Humor. Jeder hat so sein Ding und dann irgendwann fliegen wir wie jetzt diesmal auch nächste Woche in den Süden und dann bauen wir gemeinsam ein Programm aus diesen Geschichten, die man da gesammelt hat. Ich habe ja schon einiges von euch gesehen und bei den Männerwitzen wird lautstark applaudiert und gelacht. Eure Männer daheim auch, oder? Natürlich, also es geht ja um unsere Männer daheim. Also ja, nee, die lachen natürlich mit und finden das ja auch toll, was wir da machen und stellen sich natürlich gern zur Verfügung. Kürzlich hat meiner mal gesagt, soll ich mal vorne auf die Bühne sitzen, dass die Leute sehen, um wen es geht. Also bloß mal so als Beispiel. Und das hat er gemacht? Nee, ich habe nicht mitgenommen. Ich will ja nichts sagen, ich habe meinen halt schon arg lang, aber der sieht nicht mehr aus wie vor 35 Jahren, weißt du? Ja. Von der Form her meine ich. Weißt du, was du meinst? Ja, ich meine, mir geht es ähnlich, aber der ist ein bisschen mehr ovaler geworden, weißt du? Nein, der ist eher rund. Der passt nicht mehr zu den Möbeln. Meinen Weihnachten war so gute Deko, doch, das muss ich sagen. Das Runde. Nein, weißt du, was auch so schlimm ist? Hä? Ganz furchtbar ist, dass man sich morgens nach dem Aufwachen gleich so ungerichtet sieht. Ja, das ist für mich auch schlimm. Heute Morgen bin ich aufgewacht, mache die Augen auf, liegt mein Gerhard vor mir. Bin ich verschrocken? Du, na, bedenk, das muss wirklich große Liebe sein, wenn man sich morgens so sieht und man bleibt. Ich meine, ich bin überzeugt davon, viele Paare wären gar nicht zusammengekommen, wenn die sich morgens kennengelernt hätten, oder? Ja, das stimmt. Da bin ich sogar sicher. Gell? Da bin ich ganz sicher, weil mein Bube, wo ist mein Kevin? Ja, ihr kennt den schon, gell? Du, der bringt auch immer mal wieder über Nacht irgendwelche Weiber mit, gell? Der ist letzte Woche mal morgens mit eurer Treppe runtergekommen, du. Ich meine, ich hab nichts gesagt. Aber mein Blick hat wohl gelangt. Er hat bloß gesagt, Mama, sag ja auch nichts, ich bin gerade auch verschrocken. Ja. Beschwipst, oh. Flirterst nichts anderes wie hungrig einkaufen können, gell? Da kommst du mit Sachen heim, die hättest du gar nicht gebraucht. Ja. Wann ist für euch denn ein Auftritt gelungen? Einfach, wenn das Publikum zufrieden ist. Also ich denke immer so, der Applaus und der Schulterklopfer anschließend, das ist so wertvoll. Das ist fast noch wichtiger wie das Geld. Ich meine, Geld ist auch wichtig. Aber doch die persönliche Anerkennung. Und deshalb mischen wir uns auch anschließend unter das Volk, um eben das abzuholen. Das ist uns nach wie vor sehr wichtig. Ihr bezieht ja das Publikum auch oft mit ein. Ich habe schon gehört, manche setzen sich extra weit nach hinten. Bringt das was? Wir machen ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Wir fragen vielleicht nur mal ab, ob jemand aus, wie lange verheiratet ist, ob es bei dem daheim genauso zugeht wie bei uns. Also eigentlich passiert nichts Schlimmes. Es darf jeder vorne hinsitzen. Es muss keiner mitmachen, gell? Aber wir freuen uns einfach, wenn wir nette Gesichter vorne haben, die voll dabei sind und mitgehen. Das ist ja ganz klar, ne? Mit denen arbeitet man ja ganz gerne doch ein bisschen. Aber Petra, Traumen ist ein großes Wort. Das weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Traummänner. Bist du deinem Traummann begegnet? Ja. Ja, wo hast du denn den genommen? Ach so, ach der. Das sind ich nicht best meint. Nein, alles gut. Gleich nach der Werbung zeigen uns Dui Do on the Cell ihr Gesangstalent und wir sind im Wilhelmer Theater bei der Oper Street Scene. Heute bei PULS die Oper Street Scene und das Comedy-Duo Dui Do on the Cell.
Auf dich habe ich jetzt einen Anschlag vor, Doris. Ich habe gehört, du wolltest eigentlich Schlagersängerin werden. Unser nächster Beitrag ist die Oper Street Scene. Könntest du das singend anmoderieren für mich? Dass wir im Wilhelmer Theater waren bei der Oper Street Scene. Oh nee, das glaube ich nicht. Also das kann nicht spontan, da muss ich glaube ich schon ein bisschen mehr nachdenken. Oh yeah, wir sind heute in der Wilhelma, oh yeah. Uhuhuhu. War doch perfekt, vielen Dank. God in marble and a star, the star is in my pocket, oh. Herzlich willkommen zum Wilhelma Theater. Noch sind die Sänger der Oper Street Scene nicht in ihren vollständigen Kostümen. 2,5 Stunden vorher geht es los in der Maske. Über 40 Rollen machen dieses Stück zu einer großen Herausforderung für alle Beteiligten. So 32 Solisten, die eine größere oder eine kleinere Rolle haben. Und die kriegen alle individuelles Make-up und teilweise Perücke oder werden Bärte geklebt oder Tattoos dran gemacht mit Airbrush oder geklebt. Das macht's halt aufwendig. Alle Darsteller bei Street Scene sind Studierende der HMGK Stuttgart. Ihre Vorbereitung am Aufführungstag ist aber schon sehr professionell. Ich bin Paulina Hamagne und ich spiele die Shirley Kaplan. Der Wechsel von gesprochenem und gesungenem Wort ist nur eine der Herausforderungen für die Darsteller. Sie müssen die verschiedenen musikalischen Stile dieser Oper beherrschen und schauspielen. Also da sind Rollen dabei, die in englischer Sprache natürlich bei uns schon einiges fordern. Also man muss Typen spielen, man muss Hintergedanken haben und es hat auch einen gewissen Realismus, den man so aus dem Film kennt. Also den spürt man öfters hier und da muss man natürlich auch auf den Punkt spielen. Das ist dann nichts Überhöhtes, Künstliches, sondern wirklich die echte Realität eben in dem Moment. Good evening, ladies. Oh, good evening, Mr. Buchanan. Well, I hope it's hot enough for you. How's your wife been in this weather? She doesn't want to leave the house, you know. I was the same way with my Vincent, but with May, I was up and out to the very last minute. Yeah, in a way, I think it's hotter for the man. I mean it. Spielt im Schmelztiegel New York. Das Stück wurde 1947 von Kurt Weill in New York auch komponiert und hat dort angefangen, ich sage mal, Musical-Operetten zu, Musical-Opern, also alles zusammen, diese drei Genres hat er versucht, in Musikform, in Musiktheaterform zu packen, als Neuentwicklung seines Stils. Und eines der gelungensten Meisterwerke in dieser Richtung ist Street Scene, von ihm, wie gesagt, 47 komponiert. Es geht um ein Mietshaus in New York, in dem verschiedene Parteien wohnen, verschiedene Hoffnungen, verschiedene Sehnsüchte, verschiedene Auffassungen über Politik, über das Leben, über die Liebe existieren. Und diese Menschen und ihre Auffassungen prallen aufeinander. Und was daraus entsteht, ist das Spannende in diesem Stück. Nein, es ist alles Spaß mit der Sängerei, aber als Kind wollte ich tatsächlich Schlagersängerin werden, ja.
Ich stamme aus einer Musikerfamilie. Vater hat musiziert, Geschwister alle, und deshalb war das so der Traum. Gibt es bei euch auch Tage, an denen ihr nicht so gut drauf seid? Ich glaube, die gibt es bei uns genauso wie bei jedem anderen Menschen auch. Und ja, aber es ist komischerweise so, wie wir bei der Veranstaltung ankommen, alles wieder gut. Ja? Und da macht es auch absolut Spaß. Also ich denke, da merkt man nichts. Das Einzige, was mal ist, wenn man auch mal eine Erkältung hat, da werfen wir natürlich sehr viel Mittel ein, weil es ist natürlich sehr schwierig, eine Veranstaltung abzusagen oder die wiederholen zu müssen, sage ich jetzt mal von den Terminen her. Also da nehmen wir natürlich viel Medikamente und das ist das Einzige, wo es einem vielleicht mal wirklich nicht so gut geht. Aber ansonsten ist der Spaß gleich da, so wie man bei der Veranstaltung ist. Welche Art von Veranstaltung außer Comedy macht euch denn privat Spaß? Irgendwas Kulturelles, was euch wahnsinnig interessiert? Eigentlich macht uns schon sehr viel Spaß. Macht uns sehr viel Spaß. Wir haben nur sehr wenig Zeit für anderes. Gleich Musikszene, logisch. Ja. Oder auch mal Kollegen zu besuchen. Man kennt sich ja mittlerweile in der Szene. Wenn da irgendein Kollege Premiere hat, geht man natürlich gern hin. Ich finde es ganz toll. Ansonsten, was haben also wir? Alles Musical, da ist alles dabei, was wir wirklich Spaß haben. Aber wie gesagt, die Zeit ist wirklich knapp. Und also ich glaube, wir sind vielseitig interessiert. Ich bedanke mich, das war's schon mit unserer Sendung heute. Das nächste Mal stelle ich mir vor, ich lasse die Kamera zu Hause, komme mit einem Kaffee vorbei und wir quatschen weiter. Sehr gut, gerne. Das wäre schön. Jederzeit. Wir würden uns freuen. Sehr schön, danke euch. Gerne. Tschüss.